Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Craft Attack 5 hier auf meinem Kanal. Heute sage ich schon, wie geht's heute? Heute leider etwas alleine, weil ich habe gerade gestreamt bis 3:30 morgens. 7,5 Stunden, Leute, habe ich gestreamt. Und zwar Craft Attack und WoW. WoW dann am Ende noch mit Michael, ein bester Kumpel von mir. Und ja, ich wollte euch jetzt den Stream-Fortschritt zeigen, den mich und ich erreicht haben, aber ich kam online und musste das hier sehen. Leute, was ist hier geschehen? Was ist hier los? Lieber Zander, vielleicht erinnerst du dich noch an ein Projekt, in welchem du eine Wette verloren hast gegen Molo. Du hast das Versprechen bis heute nicht eingelöst. Wir erwarten ein Video, in dem du das Toast isst. Gezeichnet Triol und Early. Hashtag Toastwette überall. Patrick Zauner online um 3:45. Leute, ich leide unter dem Einfluss von Micha, aka Zander. Das kann doch nicht sein. Was ist hier los, Leute? Was ist hier passiert? Die sind ja komplett eskaliert. Hashtag Toastwette. Ich lasse das auf jeden Fall alles stehen, damit Micha, wenn der morgen online kommt, das sehen wird. Hammerhart, ich muss darunter leiden, Leute. Wisst ihr, wie ich das anfühlt für mein Herz? Unglaublich. Ja, das haben wir im Stream geschafft, Leute. Wir haben hier das Feld, das kennt ihr ja. Das kennt ihr schon. Wir haben hier ein paar Öfen. Wir haben jetzt endlich einen Fahrstuhl. Das ist ganz wichtig für die Berge. Dann haben wir hier noch richtig viele Kühe, wie man sehen kann. Hier soll jetzt die Wand so ein bisschen abgetragen werden. Vor allem hier dieses Stück Erde soll Gomme... Lol, haha. Lol, lustig, lustig. Ja, ich will hier noch dieses Dirt abtragen. Und dann soll hier ein riesen Eingangstor hin. Oh. Oh. Da oben ist ja auch noch was. Mit Glowstone, was? Krass, da müssen wir auch noch hoch. Wir wissen, was da steht. So, da oben, zack. So, ich guck mal, vielleicht können wir mal schauen, was da oben steht im Kobbel. Ja, das bis jetzt, was wir gemacht haben, dann soll hier so ein fettes Tor hin. Netherportal, Enderchest habe ich organisiert. So, und Micha und ich leben jetzt hier easy. Mir fehlen an sich noch 5 Videos. Oha. Hast ja noch was. Und morgen um 11 muss ich los. Okay, krass. Das ist echt krass. Das stimmt, das stimmt. So. Ach, noch höher. Die haben sich ja richtig was erlaubt hier, Leute, bei uns. So, was steht hier? Hashtag alles. Hier steht ja nur: Hallo, ich bin ein Schild. GZ Early. Ja. Alles voll mit Toastwette. Leute, ich leide unter dem Einfluss von Micha. Das darf nicht wahr sein. Was ist hier los? Was ist nur aus Deutschland geworden? Nein, Quatsch. Also das muss Micha auf jeden Fall morgen abbauen. Das ist jetzt auf seinem Mist gewachsen. Wettschulden sind Ehrenschulden, Micha, ne? Guck, was du hier verursacht hast. Ich zeig euch jetzt erstmal unseren Fahrstuhl. So, wir haben auch jetzt hier Wiese, wie man sieht. Das habe ich organisiert. Und zwar habe ich vom Spark ein paar Grasblöcke bekommen, weil der eine Silkhacke hatte. Silktatschacke. Zack. Und ja, das ist gut, weil jetzt sehen wir haben hier schön Gras. Oh, ich bin so dumm. Hier war doch eh... Stimmt, wir sind ja nebeneinander. Geil, geil, geil. Ja, wir sehen ja hier, guck mal, hier ist schon Grasblock und ich bin so ein Dummkopf, hier sind überall Grasblöcke gewesen. Ich hätte mir gar keins von Spark klären müssen, ich hätte einfach hier rüber wachsen lassen können. Aber ist egal, das ging so schneller. So, komm hier. Weißt du, was wir jetzt machen? Ne, pass auf, ich habe ja
Mit Fire Aspect. Aber warte mal. Ich habe hier irgendwo Strings, ne? Hier. Pass auf. Wir machen das erstmal alles zu Wolle. Ein weißes Bett, Leute. Wisst ihr Bescheid, ne? Hier, zack. Dass man Betten jetzt färben kann, ist auch so gut. Und dann machen wir uns den hier. Zack. Ne, jetzt sind die hier alle im Weg, die Gauner. Egal, dann gehen wir mal ein paar killen. Ich habe ja auch noch zum Glück Fire Aspect. Das bedeutet, es gibt mehr schon gebratenes Fleisch. Das ist nice. Das ist nice. So. Reicht das noch? Oder? Ja, komm, ich mach mal Feierabend hier. Ich fütter die dann mal weiter direkt. Damit die immer schön Kinder gebären. Wie ihr seht, wir haben auch hier eine solide Kuhfarm. Nice Kühe am Start. Das ist alles perfekto, Mektor. So. So, dann müssen wir jetzt irgendwie noch hier dieses Woll... Ja, perfekt. Dann können wir da drüber nämlich immer abhauen. Und 33 Fleisch. Passt doch easy, Leute. Easy, easy. Jetzt kommen wir zum Fahrstuhl. So. Hier ist dann der Eingang. Werden wir noch gucken, wie wir das noch machen. Das wird immer eine Hütte. Dann ist halt hier das Tor vor einem direkt und so. Und hier, Leute. Hier in dieser Höhle. Wir wollen mit so Ketten so ein Nether-Portal runterhängen lassen. Wisst ihr, wie wir meinen? Das wird übelst nice aussehen, wenn wir das so hinkriegen, wie wir möchten. So, das ist unser Fahrstuhl. Der hat zwei verschiedene Ebenen. Das war jetzt eine... Ja, egal. Nee, warte, die müsste jetzt kommen. Genau, zack. Das ist Ebene Nummer 1. Also so sieht der Fahrstuhl aktuell von draußen aus. Also noch nicht so schön. Aber naja. Für den Anfang reicht es. Das Wichtigste ist erstmal, dass man hier langkommt. Und Leute, zieht euch mal hier die Ecke rein. Hier. Dann hier der Baum, der attackiert wird. Ein See. Hier ist noch ein See. Und hier... Wollen wir so eine Minenhütte bauen. Und dann in unsere Strip-Mine-Kanäle, wo man dann da reinkommt. Richtig geil. Vor allem hier die Fläche ist auch einfach mega. Übelst. Take aim? Was ist das denn? Shoot something with a bow and arrow. Ach krass, mein erster Treffer, lol, schnapp. So, dann haben wir hier die erste Stufe, wo man rauskommt. Die, hier kommt dann nämlich schon eine Brücke hin. Führt dann zum richtigen Weg, welcher hier zum Spawn führt. Dieser Weg soll dann zum Spawn führen. Und hier wohnt auch Kevin. Das heißt, es ist ein Weg zu Kevin und zum Spawn. Das heißt, Leute können es ohne Probleme besuchen. Die gehen einfach hier lang. Über die Brücke. Und dann haben wir hier den Fahrstuhl direkt. So, aber... Hey. So, zack. Aber es geht noch weiter runter. Und zwar... Hier hin. Nach ganz unten, wo auch später unser Mineneingang sein wird. Unsere Minenhütte. Wo dann unsere Steinmetze arbeiten können. Was denn hier? Hm, okay. Aber hier, guck mal, zieht euch das mal rein, wie nice das hier ist, Leute. Kür! 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 Boah, hier muss man ein bisschen Fetzerei gut koordinieren. So, der ist down. Wo ist denn unser Zombie-Kollegium hin? Gomme left the game. Gomme left the game. Hä, wo ist der goldene Zombie hin? Der ist wohl gedespavenete. So wie es mir aussieht. Einfach so gedespavenete. Naja, aber auf jeden Fall ist das hier unser Fahrstuhl. Kann man hier dann ganz schnell benutzen, wie man auch sieht. Dann kann man hier zack raus. Man verliert immer ein bisschen Leben, aber manchmal... Es gehört zum Leben dazu, Leute. Manchmal muss man damit klarkommen. Ja. Das ist eigentlich so der Laden an sich bis jetzt, wie wir leben. Hier ist so Pool. Hier können wir chillen. Ein bisschen mit Weibern, Mädchen, Typen. Alle können hier hin, wenn die wollen. Können wir so chillen, wisst ihr? Aber ist auf jeden Fall nice bis jetzt, unser Fortschritt. Das wird noch ganz, ganz geil da oben. Ganz, ganz nice.
fooden wir hier noch ein bisschen. Patrick's auch online. Keine Ahnung, was der hier fabriziert. Kevin ist hier. Am Leben. Und schaut mal den Boden. Aber irgendwie gefällt mir das gar nicht. Mit dem Glas und so. Irgendwie ist das nicht so schön, finde ich. Und dann das Rot, so ein bisschen dunkel. Sieht ein bisschen satanistisch aus. Und hier ist seine AFK-Angelfarm. Da hat er richtig gegönnt heute. Der hat auf jeden Fall ein Buch mit Mending rausbekommen, der Gauner. Übelst krass. Der hat heute richtig mit seiner AFK-Angelfarm, hat die richtig rausgehauen. Ich glaube, hier ist der Eingang, ne? Auch nicht. Naja, auf jeden Fall hat er richtig gegönnt heute. Der baut irgendwie so ein dunkles Haus diesmal, der Kevin, ne? Keine Ahnung, was der hier vorhat. Und hier seine schönen Farmen. Krass. Dass das so weit geht, ein Wasserblock. Ich wusste gar nicht, dass es so weit bis hier in die Ecke geht. Oder ist das hier... Nein, mein Dia-Axt ist weg. Schade. Ja, und verzaubert habe ich eigentlich auch noch nicht so viel. Ich habe halt hier ein bisschen Protection, aber ich hätte die auch schon verzaubern können, aber habe ich bis jetzt nicht gemacht, weil ich wollte Projektil-Protection drauf haben. Weil es so viele Leute gibt halt hier im Projekt, die halt Bogen haben und damit halt ab und zu mal so ein bisschen Schabernack machen. Einen attackieren und so. Deswegen möchte ich auf jeden Fall neben Protection auch noch Projektil-Protection haben. Und eigentlich müsste ich auch noch Blast-Protection haben. Aber da gucke ich mal, dass ich mir da zwei unterschiedliche Rüstungsteile mache, denke ich mal. Wir haben ja auch eine Mob-Farm. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon kennt. Vielleicht kennt ihr sie schon, vielleicht aber auch nicht. Können wir ja mal abchecken gehen, boah. Und der Spark wurde getrollt. Der wurde auch noch jetzt neben mir, wurde der auch noch getrollt, neben mir und Micha. Und zwar, schaut mal, aus seinem Haus wurde eine elektrische Zahnbürste gemacht. Ah, wie lustig. Zieht euch das mal rein, da oben. Mit Zahnpasta drauf. Die haben einfach eine elektrische Zahnbürste draus gemacht. Aber wenn man mal ehrlich ist, ein bisschen sieht es auch so aus, ohne Witz. Aber es ist ein heftiger Skyscraper, den Spark da baut. Das ist so krass. Ja, da oben ist Skate irgendwo. Da ist ein Basti und Balui, soweit ich weiß. Da hinten sind ja Micha und ich da hinten jetzt irgendwo. Dann ist da noch Klim und Sinus. Bei denen läuft auch... Warte, wir können ja mal das Haus, also die Burg von Sinus abchecken. Das wollte ich eh mal machen. Weil... Sinus baut ja immer gut. Das muss ich mir safe noch reinziehen. Oha, hier wird auf jeden Fall gerade eine gerade Fläche gebaut. Ich glaube, das ist von der lieben Eve. Eve oder Klim Hauptbahnhof. Das ist auf jeden Fall Eves Hütte. Klein, aber fein. Kann sie ein bisschen leben. So. Da ist Sinusburg schon. Da ist sie. Boah. Wird auf jeden Fall schon weit gebaut. Heftiger Kerl. Krass. Es wird auf jeden Fall heftig aussehen, so wie ich den kenne. Der ist ein Gauner. Ah, hier ist schon jemand entlang gejumpt wie ich. Wie komme ich denn da hoch jetzt? Ich glaube gar nicht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Muss man sagen. Denke ich mal, sowas ähnliches können wir oben bei uns auch bauen, auf jeden Fall. Weil, sag warum nicht? Da oben ist Gomme. Wollte Dench noch 5 oder 6 Videos vorproduzieren? Keine Ahnung, was der macht noch. Vielleicht ja nicht Craft Tech, ich weiß nicht. Oh! Ha, jetzt kriegen die mich nicht mehr. Mit der Rüstung kann man mittlerweile ein bisschen leben. Nicht wie wir alle dachten hier. So, da oben irgendwo. Da oben sind wir. Da oben. Und die Schilder werden gar nicht mehr gerendert. Krass, wie hoch das ist, ne? Zack. Da oben. Naja, Leute werden noch von uns sehen. Die werden dann hier so chillen. So hier. Und dann werden die... da das heftige Nether-Portal sehen. Was einfach riesig sein wird und einfach nur runterhängen wird. Das wird so nice. Oh, wir sind schon bei, boah, wir sind schon bei 15 Minuten 20. Sag, wie das geht. Ich wollte nur ein bisschen zeigen hier. Das ist heute halt eine Zeigfolge geworden, indem ich ein bisschen Sachen zeige.
Weil halt im Stream viel passiert ist, ne? Deswegen. Deshalb. So, wie komme ich jetzt wieder hier? Hier, perfekt. Ja, Leute, bald wird es auf jeden Fall Weg geben. Alles perfekt. Perfecto Mektor. Wird das dann hier gemanagt und geregelt. Hier, bam, 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 von seiner Burg unser Portal aus sehen können. Wer ist da? Ah, der Spark! Leute, es ist immer, es ist alles viel näher, als man denkt. Da unten ist der Hauptbahnhof, dann ist da Eve, da waren wir ja eben. Da ist Weiß irgendwo, da ist Skate. Alles easy, Leute, wir sind hier mittendrin im Geschehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein. Abonniert den Kanal, lasst ein Like, da einen Kommentar. Tschüss! Thank you.